wunderschönen Tag euch allen. Heute möchte ich euch an einigen Gedanken teilhaben lassen, die, so erfährst du es vielleicht auch, aus einer Energie herauskommen, heute am 20. April. Es ist eine unglaublich geklärte Energie heute im Feld. Und da ist einiges durchgelaufen in den letzten Tagen, auch über die Osterzeit. Und es ist so eine anhebende, so eine unglaublich erhebende Energie. Und ich möchte es einfach teilhaben lassen mit euch hier. Ich halte das Handy hier auf meinem Balkon gerichtet und schaut, hier habe ich auch Mutter Maria. Ja, ihr Lieben, es ist so diese, wisst ihr, es geht ja alles, alles, alles. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass das in jedem Video in irgendeiner Weise durchkommt. Es geht alles um die Stabilisierung unserer inneren Anbindung an unsere innere Sonne. Es ist unser lichter Wesenskern, es ist unsere reine Essenz. Und diese innere Sonne, diese unsere göttliche Identität, ist unsere wahre Daseinspräsenz. Und so habe ich heute auch empfangen eine wunderschöne Affirmation, die du für dich sprechen kannst. Ich bin die Sonne meines Lebens. Und diese Sonne in mir, die ich bin, dehnt sich in mir und durch mich in mein Umfeld aus und leuchtet mit ihren wärmenden Strahlen, durchlichtet alle Felder, alle Ebenen, alle Daseinsbereiche mit diesem reinen Licht. Und dieses Licht ist eins mit der Gnade, ist eines mit dem göttlichen Heilstrom. Ich bin hier. Ich bin hier. Mein Gott, ich bin jetzt hier. Meine Zeit ist jetzt. Und ich bin bereit, als Kanal der göttlichen Allliebe mein in mir angelegtes Seelenpotenzial jetzt vollkommen zu leben und das zu verkörpern. So sei es. So ist es. Danke. Amen. Und es ist so, weißt du, wenn du im Alltäglichen, das ist vollkommen egal, was du gerade tust, ob du gerade im Haushalt was machst oder in deinem Garten oder ob du gerade in deiner Arbeit bist, immer und je öfter es dir gelingt, es ist eine Entscheidung, es geht immer alles mit einer Entscheidung einher, und je öfter es dir gelingt, dich mit Gott, also mit der Quelle, mit deiner inneren Sonne zu verbinden, indem du den nach außen gerichteten Blick, und wenn es nur ein paar Minuten sind, nach innen richtest, herzwärts. Inmitten deines Herzzentrums, ganz in der Tiefe, da ist eine Tür, die ist offen, es ist eine Pforte, es ist ein Durchgang. Und dieser Durchgang, lässt dich durch deine Hingabe an Gott, deine Hingabe an deinen Daseinsauftrag, an dein Seelensein, das du bist. Denn du bist nicht von dieser Welt,
Du erfährst dich hier in diesem wunderschönen Körper. Und es lässt dich passieren, hindurchschreiten in dieses grenzenlose, zeitlose Feld, wo immer daseinender Frieden und Gelassenheit dich umhüllt. Und wenn du immer zwischendrin den nach außen gerichteten Blick in dem Alltag wieder nach innen richtest, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du gar nicht mehr unbedingt die Augen schließen musst, sondern wo du etwas tust in deinem Alltag, sondern mit deiner Daseinspräsenz, mit deinem wahrnehmenden, beobachtenden, stillen Bewusstsein gleichermaßen dich wahrnimmst als den Wahrnehmenden. Also, verstehst du, was ich meine? Du machst etwas im Außen und bist gleichermaßen mit deinem inneren Blick immer auf deine göttliche Sonne gerichtet, auf deine göttliche Daseinspräsenz, die sich hier in der Dualität als der stille Beobachter, als der stille göttliche Beobachter, erfährt. Und diese Daseinspräsenz, das bist du. Und diese bleibt von all dem, was an Herausforderungen oder an Aufgaben da ist, unberührt. Die ist immer schon vollkommen, da ist immer schon alles erfüllt, schon alles da, schon alles vollendet. Und in dieser Daseinspräsenz, in Gott, in diesem göttlichen Sein, in deinem innersten Wesenskern, da findest du alles, wonach du je gesucht hast, jede Antwort, jede Lösung, du findest es nur in dir. Und deshalb ist es in dieser Zeit so unumgänglich und so wesentlich, dass wir immer wieder uns ausrichten auf unsere wahre Wirklichkeit. Und wenn das geübt wird und wenn erfahren wird, es geht ja immer alles um die Erfahrung. Gott will erfahren werden. Gott kann nur erfahren werden. Diese Worte, die ich hier sage, das sind wie Brücken. Die sind wie Brücken. Die führen in einen ganz bestimmten, die führen wohin? In eine ganz bestimmte Erfahrung, wenn wir es umsetzen. Aber erfahren werden, das kann es ja nur selbst. Das kann dir keiner für dich tun. Und es ist die Erfahrung, die dich so in eine, wenn du es einmal erlebt hast, dieses Dasein im Jetzt, in der Gegenwart, in der Rückverbindung mit deiner innersten Essenz, mit dieser Sonne in dir, mit deinem lichten, göttlichen, grenzenlosen, zeitlosen, formlosen Lichtkern. Wenn du dieses mehr und mehr erfährst, wie sich das anfühlt, was für ein Frieden da ist, was für eine Stille, was für eine Gelassenheit, was für eine Sicherheit, eine Gewissheit, dass alles gut ist. So, genau so, wie es ist. Es muss nichts anders sein. Es ist diese Formenwelt, die uns erscheint in unserem Leben. Und ganz gleich, wie sie ausschaut, das beobachtende Bewusstsein, das ist absolut wertungsfrei. Und es lässt alles genau so sein, wie es ist, weil es dahinter immer das eine erkennt. Es ist immer die eine Energie, die eine Gegenwärtigkeit, die sich durch jeden Ausdruck, durch jede Daseinsform erfährt. Und selbst in deinen, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht die Gefühle und die gehören dir auch nicht in dem Sinn, denn es ist alles, was ist, ist Gott. Es gibt nichts, in dem
diese Allgegenwärtigkeit des einen Seins nicht ist. Und deshalb, wenn du das erkennst, kannst du auch alle Emotionen da sein lassen, fühlen, im Wissen, es sind einfach verkleidete, es ist einfach eine verkleidete oder eingefärbte Gottesenergie. Und nur die Liebe heilt. Nur die Liebe heilt. Die Liebe ist die große Verwandlerin. Und ich möchte dich auch einfach erinnern, dass deine innerste Sonne, dieses innerste, wir sprechen da von verschiedenen Ebenen, dieser reine Geist, dieses reine Sein, dieses formlose Alles, dieser lichte Kern, es ist genau dieselbe Energie, derselbe Schöpfergeist und endlich allumfassend. Es ist genau das göttliche Atom, dieses Ursprungslicht, das alles erschaffen hat, sämtliche im Universum, diese Welt, einfach alles. Und das ist es in Wahrheit, was du bist. Und wie Jesus gesagt hat, Gott, Göttin und ich sind eins. Gott und ich sind eines. Es gibt keine Trennung. Und ich möchte es, dieses etwas meditative Video heute für euch beenden mit einer wunderschönen mit einer wunderschönen Andacht, würde ich mal sagen, von Eileen Caddy, die heute auch zu mir gedrungen ist, dieser Aufruf letztlich von Gott. Und wenn Gott spricht und sagt, nimm meinen Segen an, oder in dieser Weise ist es immer dieses Sein in dir, dein eigener Wesenskern, denn du bist dieses göttliche Bewusstsein. Was immer du unternimmst, tue es mit meinen Segen. Stürze dich niemals blindlings in etwas hinein, ohne vorher um meinen Segen gebeten zu haben. Geh in die Stille und fühle, wie Friede, tiefes Erfülltsein, Gelassenheit, Sicherheit dich umfangen. Und in diesem Zustand vollkommenen Friedens bitte um meinen Segen und empfange ihn auch. Dann geh in absolutem Glauben und Vertrauen voran und tu, was getan werden will. Wisse, ich bin alle Zeit mit dir und bei dir, und alles wird sich vollkommen ergeben. Je wichtiger die Aufgabe, die zu erfüllen ist, desto mehr brauchst du diesen göttlichen Segen, diesen Segen deines eigenen höchsten Seelenlichtbewusstseins. Warum fängst du nicht gleich damit an, mich in jeden Lebensbereich einzubeziehen? Sei bereit, in scheinbar unmöglichen Situationen große Schritte vorwärts zu tun. Halte dein Bewusstsein erhoben, bleib im stetigen Kontakt mit mir und sei in allem, was du unternimmst, absolut furchtlos. Was auch immer es sei. Eileen Caddy. Und auch wenn gerade ein Rasenmäher hier vorbeifährt, ende ich dieses Video mit diesen wundervollen Wunderblumen, so nenne ich sie, diese Hornveilchen. Denn den ganzen Winter über, bei 8 Grad Frost minus, sind sie hier draußen gestanden und ich habe sie immer gesegnet und jetzt schenken sie mir diese Blüte. Ja, und wo können wir anders diese unendliche Lebenskraft sehen? 8 Grad minus, es war wirklich kalt hier in Bayern.
Ja, es zeigt uns einfach diese unfassbare Lebenskraft, die in allem steckt. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen gesegneten Tag und geht kraftvoll, energiegeladen voran und wirklich mein erwartetes Beste. Also richte deinen Geist einfach aus, du hast das Höchste verdient. Und unendlicher Zustrom. Erwarte einfach unendlichen Zustrom in deinem Leben. Alles höchsten Guten, aller Herrlichkeit, göttlicher Fügungen, unvorhergesehener, glücklicher Begegnungen, Begebenheiten. Also einfach all dein Bestes. Es steht bereit. Doch wie gesagt, geben und empfangen. Es ist auch wichtig, dass wir bereit sind zu empfangen, dass wir es uns wert sind. In dem Sinn, einen wundervollen Tag.